Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Planet Nomads. Ja, unser Problem ist im Augenblick hier, dass wir nicht genug Strom haben. Und das Problem, was wir jetzt hier haben, hatten wir auch schon mal. Diesmal ließ sich das aber leichter beseitigen. Keine Ahnung, woran das liegt. Also ich habe hier auf C gedrückt, was er mir auch anzeigt. Und wollte das trennen. Und damit ist er dann auf den Pausenmodus gegangen. So, das passt. Unsere Stasis-Kammer. Aber da packen wir doch frecherweise. Oh, das ist aber alles sehr eng. Die Tür trennen wir auch mal. Den an. Damit nicht jedes Mal das Licht flackert. Ja, sinnigerweise denke ich mal. Wir den Bioreaktor hierher und dann haben wir Platz, um eventuell noch ein oder mehrere daneben zu setzen. Stück rein. Leitung ist wieder da. Jetzt brauchen wir noch zweimal Platten MK1. Sobald die Leitung steht, sollte er eigentlich automatisch in Betrieb gehen. Ja, mit Strom für 28, nee, für 20 Stunden oder über 20 Stunden. Sehr schön. Und wenn wir uns da jetzt reinlegen, dann regeneriert er nicht nur Gesundheit, good hydration secured, sondern wir kriegen auch Nahrung.
So, das Jetpack MK3 ist fertig. Eine Platte MK1, 3-mal Elektronik MK2, stellen wir noch mal ein Stück her. Irgendwas scheint ihm wohl zu fehlen. Vorne ist jetzt MK1 oder MK2. Der Stoff MK1. Tja. Werden auf jeden Fall mal das Jetpack erwartet, das erlaubt das Fliegen für eine lange Zeit, enthält eine hocheffiziente Energiequelle. Plus 30%, aha. Welche die komplette Ausrüstung versorgt, größerer Rucksack. Das ist doch schon mal gut. So, und die MK2 kriegen wir wieder. Also hätten wir direkt doch die MK4 Sachen bauen können. Okay, das können wir noch nicht bauen. Na, weil wir das noch nicht bauen können, also doch wieder zurück zu dem. Sechsmal Stoff, MK2. Viermal zusammengesetzte Teile und Elektro
können wir auch nicht. Einmal MK2 zusammen. Haben wir denn für Möglichkeiten, was wir bauen können, was wir noch nicht gebaut haben? Das Leuchtfeuer hatten wir schon mal gebaut. Krankenstation. So, was können wir denn noch nicht bauen? Erhöhter Boden. Dafür müssen wir eine Treppe bauen. Mhm. Okay. Geländer, Treppe, Zaun, das denke ich mal erstmal uninteressant. Das sind die Scheinwerfer fürs Auto. Dafür müssen wir die Winde bauen. Esel. Scheinwerfer. Die Scheinwerfer brauchen wir, die Winde, okay. Gelenk. Auch die Winde. Rotierende Platte. Das ist wie, als wenn man so einen Sattelauflieger bauen will. Dafür brauchen wir so ein Hoverpad. Ah ja, das sind also Teile, die wir auf Wasser bauen können. Und das sind die großen Fahrwerke für eine wirklich mobile Base.
Was ich mich frage ist, wir können mittlere, großen Container, mittlere FAD, aber keine großen. Eine mittlere Waffenkammer, eine mittlere Raffinerie. Und das ist zum Beispiel Uranerz dann in Uran umzuwandeln und so weiter. So, aber interessant sind ja erstmal diese beiden Teile, weil wenn wir die bauen, können wir. Ist schon wieder dunkel. Ja, die Winde ist sowieso interessant, weil mit der können wir uns dann, denke ich mal, wenn wir uns im Festfahren rausziehen. Brauchen wir zwei Grundrahmen. Haben wir natürlich gerade nicht. Brauchen wir sowieso reichlich von. Einmal MK1 und ein mechanisches Teil. Das ist natürlich blöd, dass man immer wieder dahin laufen muss, dass man das nicht über das Förderbandsystem bedienen kann. Aha. Also es scheint irgendwie zu funktionieren. Wenig Rohstoffe, aber es sind Rohstoffe, die wir da gefördert haben. Gut, wir haben jetzt einiges hier freigeschaltet.
haben wir dann auch noch. Dann brauchen wir Glas. Und für die vorderen Scheinwerfer brauchen wir auch Glas. Also mindestens dreimal Glas brauchen wir. So, aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst einen Daumen da. Vergesst das Abo nicht. Kommentar, wie immer, gern gesehen. Und ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss.